Ja, es ist der hamburgischen Bürgerschaft ein ganz zentrales Anliegen, dass möglichst alles in Hamburg barrierefrei oder wenigstens barrierearm erreichbar ist. Auch dieses zentrale Briefwahllokal ist eben ganz barrierefrei erreichbar mit einer breiten Rampe, mit den Niederflurbussen, die hier durch die Mönckebergstraße fahren. Auf der Wahlbenachrichtigung, die man erhält, da steht auch drauf, ob das eigene Wahllokal barrierefrei, eingeschränkt barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn das eigene Wahllokal nicht barrierefrei ist, kann man über den Wahllokalfinder nachsehen, wo das nächste barrierefreie Wahllokal ist. Das heißt, man muss dann mit seinem Wahlschein dann in dieses andere Wahllokal gehen. Zur kommenden Bürgerschaftswahl können blinde oder sehbehinderte Wählerinnen und Wähler Abstimmungsschablonen beim BSVH bestellen. Sie erhalten eine Audio-CD mit Erläuterungen, wie sie die Schablone benutzen können. Wenn Sie für sich die Entscheidung getroffen haben, legen Sie die entsprechende Seite des Stimmzettelheftes in die Schablone und geben Ihre Stimme an der von Ihnen gewünschten Stelle ab. Es gibt des Weiteren auch die Möglichkeit, sich zu informieren über die Wahl in leichter Sprache. Da stellen wir etwas zur Verfügung. Als Weiteres werden auch noch die Informationen, die auf dem Musterstimmzettelheft sind, genauso wie auch die Briefwahlanleitung, auch noch mal in Gebärdensprache produziert werden und dann im Internet zur Verfügung stehen zum Abrufen. Und was ganz wichtig ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wahlstelle haben ja auch eine Beratungsfunktion. Also wenn man noch unsicher ist oder was nicht ganz lesen kann, dann gibt es da auch noch mal eine Hilfestellung. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Hilfsperson ausschließlich den Stimmzettel so ausfüllen darf, wie man selber es möchte. Für den Fall, dass man dann plötzlich am Wahlwochenende erkrankt und nicht in der Lage ist, sein Wahllokal aufzusuchen, dann ist auch noch ausnahmsweise die Briefwahlbeantragung möglich am Wahltag bis 15 Uhr.